Hallo und herzlich willkommen zurück bei Delicious Emily und die wahre Liebe. Und wir sind bei Chez Jean-Paul in Level 4. Was steht unseren Verliebten als nächstes bevor? Das ist die große Frage. Ich bin gespannt, aber so richtig traue ich Jean-Paul ja nicht. Nee. Dafür sieht er einfach zu gut aus. Bonjour, Amélie. Bonjour, läuft alles sehr gut? Oh, Amélie, es ist genau so, wie ich es mir erträumt hatte. Gestern Abend haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Es war umwerfend. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Und wie der Zufall so spielt, habe ich auch ein paar zu vermelden. Ich versuche meinen Freund seit 6 Monaten dazu zu bringen, mir einen Heiratsantrag zu machen, bisher ohne Erfolg. Heute steht in meinem Horoskop, eine große Veränderung in deiner Beziehung bahnt sich für nächste Woche an. Das kann nur eins bedeuten, er wird um meine Hand anhalten. Ich drücke dir die Daumen, aber ich muss jetzt wirklich los, Amélie. Wir reden dann später weiter. Ja, und dass wir hier als bei Amélie sind, größerer Tisch, nein, nicht schon wieder ein neues Produkt. Können wir jetzt, was, irgendwas kochen? Okay, ich habe keine Ahnung. Wir machen erstmal Wasser und Suppe mit Brot für dich. Okay, dann füllen wir mal auf. Ich guck mal schnell, ob ich ein Mauserloch sehe. Es wäre natürlich schön. Okay, wir kassieren. Und ich sehe gerade kein Mauseloch. Das ist natürlich blöd. Ihr möchtet zweimal den Spargel, Suppe mit Brot. Bitteschön. Eieiei, kein Mauseloch. Das ist dumm. Dann weiß ich gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich höre die Maus so gut wie gar nicht. So, Muscheln. Suppe mit Petersilie. Was noch? Brûlée. Spargel mit heller Soße für euch. Wasser und Brûlée für euch. Da kann abgeräumt werden. Okay. Achso, hier sollte ich kassieren und nicht träumen. Was? Was? Ach nee, da ist ein Hummer drin. Alles klar. Da ist ein Hummer. Ich hätte die scheiß Muschel holen sollen. Da ist Hummer drin. Ich werde irre. Hier aufräumen, da. Kassieren hier mal schnell das und da. Da war die Maus. Ah, jetzt bin ich weggezuckt mit der Hand aus Versehen. Alter, das wird jetzt richtig stressig hier. Das sehe ich schon. Hier Hummer. Zweimal Wasser. Der Hummer muss auch da rein. Verdammt. So, das ist dann für euch. Zweimal Brûlée für dich. Ja, du hast gerade ein Herz verloren. Habe ich gesehen, kann ich nicht ändern. Wenigstens eine Kombo. Wo war die Maus? Hier hinten irgendwo, ne? Wir haben Hummer. Soll ich den mal lieber... Alter, den muss ich wirklich nochmal anklicken. Tür aufmachen, klicken und... Hummer anklicken. So, Suppe mit Petersilie und eine Muschel für dich. Ich hoffe, der Hummer wird nicht schlecht in meiner Tasche. So, da oben kann aufgeräumt werden. Sie kommt zum... Ach, stell dich doch nicht da hinter ihn. Mensch, das Spargel mit roter Soße für dich. Das ist so dumm, dass hier nur 2 Plätze sind, die sich hier immer blockieren. Zweimal Wasser, Suppe mit Brot. So, jetzt habe ich die Maus. Ja, der Hummer blockiert mich jetzt. Das ist schlecht. Alles klar. Fülle ich gerade mal die Suppe auf. Zweimal Wasser für euch. Eieieiei. Das Tablett ist zu klein dann. Das ist ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Naja. So, was möchtest du? Das und das und Wasser, bitteschön. Ich wollte auch die Suppe doch mal auffüllen, oder nicht? Einmal da oben sauber machen, bitte. Hier wird, ja, kassiert. Das ist so doof. Hier sauber machen. Was möchtest du? Ich kassiere dich. Du möchtest das und das. Nein, keine Petersilie. Suppe mit Brot möchte er. Okay, und auch direkt kassieren. Nee, das bringt nichts mit dem Hummer. Ihr wollt zweimal Brûlée, einmal... Das hätte ich auf dem Weg nach oben holen sollen, die blöde Muschel. Naja. So, zweimal Brûlée für euch.
Das mit den Muscheln hier oben, und da kommt bestimmt auch noch was, das ist richtig übel. So, Upi, was kann ich dir bringen? Bitte nimm eine Muschel. Er nimmt den Hummer. Natürlich nimmt er den Hummer. Okay, Hummer, Spargel mit Rot. Okay, der Hummer muss raus. Dankeschön, und kassieren, da oben abräumen. Da als nächstes abräumen. Suppe mit Petersilie, Spargel mit heller Soße für euch. So, hier wird kassiert. Und was möchte die junge Dame? Sie möchte Brûlée, Suppe mit Brot. Bitte schön, ich fülle mal auf. Alles klar, dann kassieren wir hier auch. Ihr wollt zweimal Spargel mit heller Soße, einmal Wasser. Kommt sofort. Kommt sofort, kein Problem. Möchtest du bitte eine Muschel? Ich stehe gerade hier oben. Hier wird aufgeräumt. Komm, Oma, entscheide. Sie möchte keine Muschel, sie möchte das. Und dann kassieren wir hier. Jawohl, das hat gut geklappt mal wieder. Was möchtest du? Was kann ich dir geben? Ich habe alles da. Kein Problem für mich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und damit kassiert. Und noch eine Kombo. Muscheln sind bestimmt nicht gut für euch. Die sind bestimmt verdorben. Ihr solltet bitte alle keine Muscheln bestellen. Ich glaube, den Gefallen tun sie mir nicht. So, Brûlée und Wasser für dich. So, und dich kassieren wir auch gleich. Was brauchen wir? 2000 Punkte. Okay, Suppe mit Petersilie, Spargel mit Hell, Spargel mit Rot. Alles klar, da hoch. Hier wird aufgeräumt. So, hier kann ich kassieren gehen. Okay, ich denke mal, die wollen als nächstes irgendwas. Jawohl, Suppe mit Petersilie und Wasser. Bitte schön, kein Problem, kommt sofort. Hier wird aufgeräumt. Sie möchte Suppe mit Brot und Wasser. Und dann kassiere ich hier die Kombo. Da möchten die Herrschaften Brûlée und Spargel mit roter Soße. Das schaffe ich auch noch gerade so. Was möchtest du? Du möchtest Brûlée, Suppe mit Petersilie. Bitte schön, gern geschehen, Kombo, danke, aufräumen. Das klappt. Ich denke, ja. Expertenziel, kein Problem, hoffe ich zumindest. Restaurant ist geschlossen. So, Brûlée, Suppe mit Petersilie für dich. Was möchtest du? Du möchtest auch noch eine Suppe und ein Wasser. Dann kassiere ich dich. Jawohl. Da können wir nochmal schnell zum Aufräumen gehen und kassieren. Und fertig. Fix und fertig. Ich habe noch nie in einem Zwei-Sterne-Restaurant gegessen, aber es ist jeden Cent wert. Zwei Sterne? Hui, Respekt. Wenn du in Paris weniger als zwei Sterne hast, hören die Hotels auf, dich den Gästen zu empfehlen. Ich habe mein ganzes Leben diese Sterne gejagt. Wenn ich einen verlieren sollte, bin ich erledigt. Oh, der hat da was verloren. Ja. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um ein paar Sachen kümmern. Ich melde mich dann bei dir, sobald es geht. Jean-Paul, du hast was verloren. Diese Ringschachtel? Ich glaube, da bahnt sich Herzschmerz an. Aber okay, wir schauen erstmal in den Laden. Wir haben 450. Was macht das? Keine Ahnung. Was macht das? Die Effizienz? Ich glaube, ich nehme Effizienz. Effizienz, das klingt gut. Kann ich noch irgendwas? Nein, kann ich nicht. Schade. Ja, ja. So, Level 5. Wird Jean-Paul Emily einen Antrag machen? Naja, warten wir es mal ab. Ich will ja nichts beschreien. Ein Verlobungsring? Nun, ich will ja nicht behaupten, ich hätte da noch nie selber dran gedacht. Aber wir haben uns doch gerade erst wieder getroffen, nachdem wir so lange getrennt waren. Die Inschrift in dem Ring ist wunderschön. Liebe ist eine Blume, die direkt vor deiner Nase wächst.
Aha. Okay. Ist es zu früh dafür? Ich meine, auf gewisse Weise ist es so, als wären wir nie getrennt gewesen. Was meinst du? Können Sie mir sagen, wo die Toilette ist? Wir haben zu viele Blaubeeren gegessen. Alles wird gut. Ich bin mir sicher, alles wird gut. Was? Emily, Nadja, das hier ist mein Freund Jacques, ein wichtiger Maler. Da wahre Künstler nie gewürdigt werden, bin ich gezwungen, mein Talent an Unwürdige zu vergeuden. Er wird unsere Gäste unterhalten. Klingt gut, was? Ja, 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 ja. Ja, okay. Also er malt anscheinend eher abstrakt, würde ich behaupten. Ja, Künstler freigeschaltet, größeres Tablett, neuer Tisch. Okay. Nein, nicht schon wieder ein neues Produkt. Ich will das nicht. Was ist denn das hier? Schweinerippchen oder irgend sowas? Keine Ahnung. So, zweimal Brûlé und Wasser für euch. Ich halte schon mal... Ja, Jacques, dann geh doch mal da hoch. Loch von Le Maus? Keine Ahnung. Suppe mit Petersilie für dich. Okay, dich kassieren wir gleich. Okay, ach du Scheiße. Ihr wollt das zweimal. Und die Rippchen einmal mit heller Soße und einmal mit roter Soße. Ach du Scheiße, ey. So, ich gehe hier kassieren. Jacques, darüber. Mal ein bisschen abstrakt. So, du bekommst den Spargel. Okay, kassiere ich auch direkt. Ist hier echt kein Mauseloch zu sehen? Nee, irgendwie sehe ich es nicht. Ist ja doch immer relativ auffällig, das Mauseloch, wenn denn eins da ist. So, ihr wollt die Rippchen damit und die Muscheln. Okay, die sind da oben, das ist schön. Ja, dann hole ich zweimal Muscheln für ihn, dann kassiere ich hier Jacques. Oh, was jetzt? Suchst du etwas? Ja, ich habe also... lass mal. Du hast ja zu tun. Ich finde das schon. Meine Güte, ich muss den Ring wieder in seine Jacke stecken, sonst versaue ich ihm die ganze Überraschung. Aber doch nicht jetzt, Emily. Nein, 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 warum tut sie das? Alter! Das dauert ja ewig. Wie lange kann man denn einen Ring in eine Jacke stecken? Ah, oh Gott, das ist ja furchtbar. Es ist doch nur ein Ring und eine Jackentasche. Oder musst du die Tasche da erst nähen, in den du den Ring reinsteckst? Mein Gott, ey. So, geh mal da eine aufräumen, bitte. So, hier Spargel und Rippchen in heller Soße für dich. Okay, machen wir eine Kombo. Hier können wir auch aufräumen. Ich habe die Maus, ich habe sie gehört. Ich bin mir sicher. Da, ha, gefunden. Sehr geil. Ich gehe mal kassieren gerade. So, ihr wollt Brûlé. Das und das. Das und das. Und Wasser für euch. Eieiei. So, Jacques, du gehst mal da hoch. Ich glaube, sie näht die Tasche wirklich erst, ne? Emily, hier, komm, schlaf nicht ein. Die Herrschaften hier drüben haben Hunger. Die möchten Muschel und Suppe. Okay, dann hier weitermachen. Ring reinstecken. Jawohl, oh, geschafft, ey. Genau. So, das und das und das für die Omi. Wunderbar, die kassiere ich direkt. Ach, nee, hätte ich nicht warten können. Der hätte sie nur wieder blockiert. Ja, zweimal Wasser für dich. Dann machen wir aber jetzt. Jetzt machen wir eine Kombo und du gehst da aufräumen. Okay, wir haben die Maus. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Ich kann mal die Suppe gerade auffüllen. So, Wasser und Rippchen in roter Soße für dich. Okay, es läuft einigermaßen. Der Ring ist wieder versteckt, die Maus ist gefunden und die Herrschaft... Also das ist wirklich eine fantastische Aussicht, oder? Wasser, Suppe mit Petersilie, Muschel, so. Zweimal Wasser für dich. Eine fantastische Aussicht. Alter Schwede. Möchte nicht wissen, wie viel Miete der Jean-Paul hier oben auf dieser Dachterrasse für sein Restaurant bezahlen muss. Mitten in Paris, ey.
Nun ja, ich frage mich, in welchem Stadtteil wir hier sind. Nicht, dass ich mich in Paris auskennen würde, ich war ja noch nie da. Jacques, du gehst mal da hoch. Weiß gar nicht, oder warst du da schon? Ist auch egal. Er malt aber irgendwie immer dasselbe Bild. Kann das sein? Jacques, geh mal darüber. So, das und das und das und das. Dann die Rippchen in heller Soße und Wasser für euch. Dann gehe ich hier mal gerade schnell. Nein! Ich hätte. Ja, okay, egal. Kriegt er sein Wasser jetzt? Kein Problem. Kassieren wir ihn auch noch gleich. Wie viel brauchen wir eigentlich? 2100. Okay. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, kommt ihr vielleicht zum Bezahlen? Wäre das möglich? Ja, er kommt, dann warte ich noch. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt blockiert die Mann. Nein, ich wollte keinen Spargel. Ich wollte das. Oh nee, Hummer. Hummer. Die wollen Hummer. Jetzt ist hier irgendwie... warte mal. Jetzt bin ich gerade total durcheinander. So, das bringe ich euch jetzt erstmal. So, jetzt das und das. Und das Ganze nochmal mit Spargel für dich. Alter, die wollen da oben auch Spargel. Was ist mit euch? Hier muss mal aufgeräumt werden. Hier, Brûlé für dich und ich muss ganz dringend kassieren. Ich bin jetzt gerade völlig aus dem Rhythmus. Aber okay, ich habe es wieder eingearbeitet, hoffe ich. Gut. Oh, warum kommen denn da jetzt so viele Leute, bitte? Kann mir das mal einer verraten? So, er kommt aber zum Bezahlen. Das ist schön. Dann wird hier aufgeräumt. Jack, du geh mal da hoch. So, was kann ich für dich tun? Da wird aufgeräumt. Zweimal Wasser. Das mit Rot. Und Hummer. Oh Gott, ey. Dich kassiere ich gerade mal. Du musst sonst so lange warten. So, das zu euch. Suppe mit Petersilie. Spargel mit Rot für dich. Dann die Rippchen. Und nochmal die Rippchen für dich. Und eine Kombo. Wasser und Hummer. Oh Gott, der Hummer. Alter, der ist so übel. Echt, kann ich ja gar nicht anders sagen. So, das ist für euch. Jacques, warst du schon hier drüben? Geh mal dahin. So, Suppe und Wasser für euch. Da oben wird aufgeräumt. Entscheidest du dich bitte zügig? Weil dann könnte ich eine Kombo noch versuchen. Brûlé und Spargel für dich und kassieren. Jawohl. Das hat gut geklappt. Was möchtest du? Okay, hier kann aufgeräumt werden. Dann da auch. Oh, eine Muschel. Ja, Logo. Hier, nimm deine Muschel. Och, nee, der will Hummer. Ach ja, den muss ich nochmal anklicken. Dann machen wir in der Zeit hier die Rippchen, den Hummer. Bitteschön, noch eine hübsche Kombo. Okay, dich auch kassieren. Oh Gott, haut bloß alle ab, ey. Hummer würde ich ja auch mal gerne probieren. Jetzt mal ehrlich, ich finde, das sieht total lecker aus immer. Oh, was für ein Glück. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? In jeder Beziehung, oui. Hast du mal darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn wir beide aufs Land rausfahren würden? Ja, ja, ich würde gerne mit dir eine Landpartie machen. Perfekt. Dann sehen wir uns heute Abend. Liebe ist eine Blume, die direkt vor deiner Vase wächst. Naja, knapp daneben. Warum macht der Jean-Paul das? Der Ring ist doch niemals für Emily, oder? Never ever, da bin ich mir sicher. So, was könnten wir denn Schickes kaufen? Romantischer mit Girlanden. Erhöht die Trinkgelder. Alles klar, das nehme ich. Never ever ist dieser Ring für Emily. So, Level 6. Geht Emily alles zu schnell an? Eigentlich finde ich das gerade nicht. Eigentlich finde ich Jean-Paul. Ja, egal. Und wenn er mich fragt, werde ich ja sagen. Ich freue mich so für dich. Wann nimmt er dich mit aufs Land? Keine Ahnung, ich schätze, ich muss mich zusammenreißen und Geduld haben. Und bei dir, irgendwas Neues? Noch nicht, aber bald, schätze ich. Er tut so geheimnisvoll in letzter Zeit.
Versprichst du mir, zu meiner Hochzeit zu kommen? Nur wenn du mir versprichst, auch zu meiner zu kommen. Ja, Hauptsache, ihr vertragt euch später auch noch, ihr beiden. Ich muss jetzt los, Amelie. Wir reden später weiter. Das gibt doch hier noch eine Klopperei, könnte ich schwören. Könnte ich schwören, größerer Tisch? Oh nein, neues Produkt, ein Kuchen. Und was ist da, ein Krebs? Nein, wir haben jetzt auch noch Krebse. Ich werde gaga hier. Es klappt doch mit den Hummern schon nicht. So, Suppe. Und hier die Rippchendinger für dich. Und direkt kassiere ich dich auch. So, du möchtest das und eine Suppe. Sehen wir hier irgendwo ein Loch von einer Maus? Maus, Maus, Maus. Ich weiß auch gar nicht, hatten wir vorhin die Maus gefunden? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, egal. Dir gebe ich erstmal das hier. So, bitteschön, Dankeschön, Wiedersehen. Loch, Maus, irgendwo? Da, neben... Ah, da ist es, neben ihr. Okay. So, da ist sie schon. So, Jacques, du gehst mal hier hoch. Haben wir die Maus schon? Das finde ich so... Alter. Das finde ich super. So, Suppe mit Brot für euch. Oh mein Gott, die wollen einen Hummer. Den mache ich dann vielleicht zuerst. Dann wollen die Spargel mit Rot, Rippchen mit Hellwasser. Den Hummer holen wir mal hier weg. Eieieiei. So, sie möchte Suppe mit Petersilie und Brûlée. Alles klar. Keine Probleme. Kommst du zum Bezahlen? Ja, er kommt zum Bezahlen. Kann hier aufgeräumt werden. Jacques, warst du schon da? Geh mal dahin. Ich überlege gerade, der Hummer scheint ja nicht zu verderben, wenn der oben im Wasser schwimmt. Ich bin mir da aber nicht sicher, ob das jetzt noch Sinn macht, den vorzubereiten, weil was nutzt es mir, wenn die dann einen Krebs wollen? Nicht wahr, nicht wahr? Das bringt mir dann auch nicht so viel. Das hätte ich vorhin machen können. Den Hummer vorbereiten, einfach auf dem Topf lassen. Wenn der denn auf dem Topf bleibt. Das kann ja auch sein, dass er dann da vergart und nicht mehr gut ist und im Müll landet. Ich weiß es ja nicht. Naja, so, was wollt ihr denn? Ja, ihr wollt eine Muschel, ey. Ach, na klar. Ich frage mich, was da noch in das Eis reinkommt. Vielleicht Sekt oder so? Oder Fisch? Wäre ja unmöglich. Sushi oder irgend sowas? Wir werden es erfahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich nehme dieses Spiel übrigens gerade, ich glaube, das ist jetzt Folge 12. Ich nehme das tatsächlich am Stück auf, also mehr oder weniger am Stück, so ziemlich hintereinander, weil mir das tatsächlich hier so viel Spaß macht, dass ich hier auch letzte Nacht schon komplett durchgezockt habe. Ich bin 6 Uhr morgens ins Bett gekommen. Ich habe die ganze Nacht gespielt. Und dann musste ich natürlich zwischendurch mal rendern und so Sachen. Ja, ja, weil dann die Festplatte voll war. Aber ich habe richtig durchgespielt hier das Ding. Also es macht mir richtig viel Spaß. Ich hatte die Befürchtung, ich kenne die Emily-Teile vom Hörensagen und ich wusste schon, worum es geht und so und hatte da auch schon mal 2, 3 Videos zu gesehen und ich hatte die Befürchtung, dass ich das langweilig hier finden könnte, weil ich wusste, dass es sich bei Emily nur um Restaurants im Großen und Ganzen handelt. Aber dadurch, dass das hier so eine schöne Geschichte im Hintergrund hat, macht das richtig viel Spaß. Ich hätte jetzt die doofe Muschel eben mitnehmen sollen. Das war blöd von mir. Aber gut, ich habe so viel gequatscht gerade. Ne? Hier, Jacques, geh nochmal dahin. So, hier brauchen wir eine Suppe mit Petersilie. Ja, wieder eine Muschel. Ach, dammit, ey. So, ich muss mal gerade hier nachfüllen. Entscheidet sich die Oma jetzt? Hier, da geht's nochmal aufräumen. Wasser und Spargel mit heller Soße für dich. Okay, dann kassiere ich jetzt. Haben wir mal wieder eine Kombo. Dich kassiere ich auch. Suppe ist aufgefüllt. Also, ja, ich muss... ach, verdammte Muschel. Ich muss sagen, das macht richtig viel Spaß. Also, dass das nicht total kacke hier wird, dass das Spaß macht, das habe ich mir schon gedacht. Aber, dass das tatsächlich... so viel Spaß macht, habe ich eigentlich nicht erwartet.
Wobei ich aber wirklich glaube, dass das an der Geschichte hier liegt. Und ich bin halt auch sehr gespannt, wie das hier weitergeht und endet und überhaupt. Und ja, ich sollte mich jetzt mal wieder hier ein bisschen konzentrieren auf die Leute und ihre Wünsche, damit ich das hier nicht total vermassle. So, du möchtest eine Suppe mit Brot und einen leckeren Kuchen. Bitteschön. Ich kassiere dich. Ich kassiere dich, er kann sich ja hier wieder nicht entscheiden. Du gehst mal dahin, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo Jacques schon überall war. So, hier wird geputzt, da wird geputzt. Hier gibt es eine Combo und dich werfe ich auch raus. Ich wollte, dass du... Ach so, sie putzt. Okay, sie putzt. Jacques, du kannst hier oben mal abstrakt malen. Ich fülle mal die Suppe auf. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir brauchen noch ein bisschen über 300 Punkte. So, für euch da dieses Rippchenzeug... das sind, ist nicht Rippchen oder doch Rippchen, aber das hat einen bestimmten Namen, aber auf den komme ich jetzt gerade nicht. Wenn ihr wisst, wie dieses Essen heißt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber bitte bedenkt, wie gesagt, ich nehme das hier gerade alles im Voraus auf und wenn das um weitergeht, dann werde ich das hier komplett durchzocken, bevor das überhaupt online geht. Weil ich bin das hier wirklich gerade irgendwie am Suchten. So, da kann geputzt werden. Okay. Und du möchtest Spargel mit Rot, Suppe mit Petersilie. Bitteschön. Dann mache ich hier eine Kombo. Da kann aufgeräumt werden. Jacques, du gehst darüber. Dich kann ich auch kassieren. Wie viel brauche ich noch? Ein bisschen über 100 Punkte. Okay. Das ist für euch. Da kann aufgeräumt werden. Dich kassiere ich. Vielleicht kriege ich noch eine Kombo mit dem Jungen hier und den zwei Damen da oben. Aber mal schauen, wenn die jetzt eventuell sich entschließen, zur Kasse zu kommen. Ne, da kommt noch eine. Okay, Expertenziel erreicht. Da kommt noch jemand. Da kommt auch noch jemand. Ach so, ach so. Also ich hatte in Gedanken schon Feierabend gemacht. Okay, aber hey. So, okay, wir haben es ja eh geschafft, dann ist es mit den Kombos nicht mehr so schlimm, obwohl hier kriegen wir noch eine hübsche Kombo. Perfekt, alle raus. Sehe ich dich heute Abend? Hm? Vielleicht. Ich habe vorher noch einen Termin, aber ich versuche dich dann später anzurufen. Oui? Ich verstehe. Alter, der knutscht die aber auch. Oh, eine Sache noch. Nach der Arbeit nehme ich dich mit aufs Land zum Haus meines Freundes. Keine Ausreden. Zum Haus seines Freundes? Es wird passieren, Nadja, es wird wirklich passieren. Ich werde mich verloben. Ah, Nadja heißt sie, okay. Erfahren wir ihren Namen auch noch. Wunderbar. Und Emily will sich verloben, ihr Lieben, aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.